Herr Chrupalla hat in einem Punkt recht. Und das haben Sie. Und um irgendwelche Heizungsgesetze und um irgendwelche EU-Sachen. Okay. Das ist ein Riesending. Das Hufeisen jetzt hier an der Stelle. Wir sind schon durch. Wir sollten das Thema mal angehen, tatsächlich. Ja. Weil ich glaube am Ende geht es dann schon auch Menschen ganz konkret darum, was sie im Portemonnaie haben. Und da profitieren wir schlicht von der EU. Absolut. Bei aller Kritik, die man da haben kann. Danke sehr. Viel gelernt heute. Es war der Versuch, möglichst differenziert zu sein. An einigen Stellen ist es gelungen. Jetzt die Kollegen vom noch 20 Sekunden. Das schaffe ich nicht. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass das Interessante ist, dass wir über die EU reden und Herr Chrupalla hat in einem Punkt recht. Und das haben viele rechte Parteien in Europa, nämlich dass sozusagen der Einfluss auf demokratische, nationale Entscheidungen sich immer weiter verwässert. Das sind diese sogenannten NMIs, ja, also nicht majoritäre Institutionen. Und das ist ein Punkt, den wir wissenschaftlich gut nachweisen können, den wir sehen können, dass also sich Entscheidungsprozesse immer weiter durch Expertenräte, durch Lobbygruppen, durch Zentralbanken immer weiter sozusagen entfernen. Das haben sie gut erkannt und das haben auch andere rechte Parteien gut erkannt. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem in dieser Diskussion, dass alle anderen Parteien dazu kein Konzept haben. Dass wir in Anführungsstrichen wir den Rechten überlassen, wir gehen raus aus Europa, in Großbritannien hat es super funktioniert, um eben genau das zu beheben, um eben genau das zu verändern, also diese Entfremdung der Politik von den Menschen. Und das, was wir daneben tun und jetzt auch gerade, wir kommen dann mit all diesen Wirtschaftszahlen und sagen, naja, aber das und das und das würde ja wegbrechen und das würde wegbrechen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Denn das, was die AfD anspricht und wo sie einen Punkt hat, wo alle anderen rechten Parteien einen Punkt haben, ist diese gefühlte und tatsächliche Entfremdung von Politik. Und da müssen wir eigentlich mal ran und nicht um irgendwelche Gasumlagen sprechen und um irgendwelche Heizungsgesetze und um irgendwelche EU-Sachen. Okay. Das ist ein Riesending. Das Hufeisen jetzt hier an der Stelle. Wir sind schon durch. Wir sollten das Thema mal angehen, tatsächlich.